Guten Morgen, ich bin Benjamin Krauthoff aus Lützeburg. Ich bin 21 Jahre und ich wohne zurzeit im wunderschönen Berlin, wo ich auch studiere, nämlich an der UdK bei Professor Jens-Peter Mainz. Damals, vor 3 Jahren, bin ich aus Luxemburg eigentlich eher aus zufälliger Natur auch hier hingekommen. Ich habe von meiner Schwester erfahren, dass Professor Mainz in Liechtenstein auch einen Kurs macht und habe mich da angemeldet und es hat halt gepasst. Und dann bin ich irgendwie dann dadurch nach Berlin geraten und habe mich nach und nach immer mehr in die Stadt verliebt. Die Idee, diese CD zu produzieren, stammt nicht aus spontaner Natur, sondern eigentlich schon seit 5 Jahren ungefähr spiele ich schon mit dem Gedanken, dieses Programm aufzunehmen, weil es für mich eine sehr persönliche Bedeutung auch hat. Und zwar manche dieser Stücke, die ich aufgenommen habe, wie zum Beispiel Chant de Ménestrel oder Pezzo Capriccioso, spiele ich schon mehreren Jahren, seit ich 12, 13 bin. Und sollte vor allem auch 2015 zum jungen Tschaikowski-Wettbewerb fahren. Was leider nicht geklappt hat, weil ich auf der Grenze zu Russland aufgehalten wurde, weil es ein Problem mit dem Pass gab. So musste der ganze Wettbewerb abgesagt werden und konnte dann nicht nach Novosibirsk fahren. Und das war damals sehr dramatisch für mich, aber da entstand quasi die Idee, einmal dieses Programm aufzunehmen und weil ich mich so gut darauf vorbereitet hatte und auch mich so mit dem Programm vertraut gemacht habe. Und ich glaube, in dieser Zeit habe ich mich auch in diese russische Musik verliebt, von Glasunow, Tschaikowski. Und darum habe ich dieses Programm vor allem für diese CD ausgewählt. Ich spiele jetzt seit ein paar Monaten erst spiele ich ein wunderschönes Jean-Baptiste Guadagnini aus dem 18. Jahrhundert, was großzügigerweise von der UdK zur Verfügung gestellt wird. Auch auf der CD-Aufnahme spiele ich auch ein sehr schönes Instrument von Lorenzo Storioni, was mir Bruno Jacobozzi zur Verfügung gestellt hat. Und auch das inspiriert total, weil einfach diese alten Instrumente haben einen so schönen Sound, sind nicht nur schön anzusehen, aber wenn man weiß, wer auf diesen Instrumenten gespielt hat und wo die schon überall waren, sorgt das für die schlussendliche Inspiration, die man braucht, um etwas Magisches zu kreieren, schlussendlich. Weil es sehr wichtig ist, dass man das Instrument nicht als nur ein Werkzeug sieht, sondern dass es auch einen persönlichen Wert für einen hat. Das ist sehr wichtig. Thank you.
ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat, vor allem mit dem Orchester, wie positiv sie mitgearbeitet haben. Und davor hatten wir auch eine kleine Tournee. Auch die Rückmeldungen waren so positiv und sehr unterstützend. Und natürlich auch der Dirigent hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich mich super wohl gefühlt habe während den Konzerten. Auch während der Aufnahme haben wir uns sehr viel Zeit genommen. Und auch der Tonmeister Martin Rust und Manfred Schumacher von Ars Production hat sehr viel dazu beigetragen, dass es so eine schöne CD geworden ist. Vor allem, weil es für das Orchester natürlich nicht so einfach war, würde ich mal sagen, dieses Programm aufzunehmen, was eigentlich auch teilweise nicht für Orchester geschrieben ist. Wie zum Beispiel die russischen, kleinen russischen Variationen von David Popper. Und da war ich erstaunt, wie begeistert sie mitgespielt haben und wie interessant sie es doch fanden, plötzlich das Stück, was sie noch nie gehört haben, das für sich zu entdecken. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich, wenn ich jetzt dran zurückdenke, hatte ich schon schöne 3 Tage da erlebt und es ist eine schöne Erinnerung. Mein Debütalbum und das Ziel ist, dass ich jetzt eine Aufnahme habe, womit ich Leute erreichen kann. Und es ist so schwer, vor allem in der jetzigen Zeit, wo es keine Konzerte fast gibt, wegen der Pandemie ans Publikum zu kommen. Und ich bin sehr froh, jetzt eine CD zu haben, die ich den Leuten geben kann, sodass sie auch zu Hause zur Musik hören können.